Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was ein skalierbares Geschäftsmodell ist und warum es so interessant ist, ein solches zu entwickeln? Nun, das werde ich dir heute in diesem Video kurz aufzeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch Geschäftsideen entwickelt, auf den Markt gebracht, also selbst Firmen gegründet. Und die einen, die hatten ein skalierbares Geschäftsmodell und viele andere nicht. Und viel interessanter sind natürlich die Firmen, die skalierbar sind. Und warum, das wirst du jetzt erfahren. Zunächst mal befassen wir uns mit dem Wort skalierbar. Es kommt sowohl aus der Technik als auch aus der Grafik. Und wenn du eine kleine Datei hast, zum Beispiel dein Logo oder ein kleines Bild hast von dir im Passfoto und du vergrößerst dieses Foto, dann wird es meistens unschärfer, pixeliger, ungenauer. Diese Grafik ist nicht skalierbar. Wenn du also in der Zukunft ein großes Plakat, ein Poster, ein Banner drucken lassen willst, dann würde ich die Werbeagentur fragen nach einer skalierbaren Datei, einer sogenannten Vektorgrafik. Und der ist es egal, ob du nur deinen kleinen Stift bedrucken willst oder ob du ein Poster an der Wand drucken willst oder vielleicht das ganze Haus bedrucken willst mit einem Werbebanner. Die Qualität dieser Grafik bleibt immer gleich. Und das gilt auch für dein Geschäftsmodell. Schauen wir zunächst mal ein nicht skalierbares Geschäftsmodell an. Und zwar habe ich einen guten Freund, der Rechtsanwalt ist. Und wenn der nur einen Kunden hat, nun, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er diesen einen Kunden mit hoher Qualität betreut. Wenn allerdings 2 oder 10 oder 100 Kunden anrufen und der nimmt alle Kunden an, dann kann es sein, umso mehr Kunden und Umsatz, Dienstleistungsaufträge hat, dass die Qualität seiner Beratung sinkt. Und dann wird schließlich die Qualität so schlecht, dass die Kunden wieder abhauen und ihn nicht weiterempfehlen, eine negative Reputation hat, mit dem Ergebnis, dass die Kundenanzahl wieder sinkt. Und dann geht die Qualität wieder nach oben, weil er einfach mehr Zeit hat pro Kunde. Ideal ist also ein Geschäftsmodell, das unabhängig von der Absatzmenge die Qualität beibehalten kann. Bedeutet also, egal ob ich jetzt einen Teebeutel verkaufe oder 10 oder 100 oder 1000 oder 1 Million, die Qualität des Teebeutels, die sollte immer gleich bleiben. Und wenn du dein Unternehmen noch mit einer Forschung, Entwicklungsabteilung, mit einer Qualitätssicherungsabteilung aufbaust, dann ist natürlich das Beste, dass du mit gesteigertem Absatz vielleicht sogar noch schaffst, durch Weiterentwicklung, durch Produktinnovation, durch Qualitätskreisläufe die Qualität deines Produktes oder deiner Dienstleistung zu verbessern. Wie du jetzt sehen kannst, gibt es also bestimmte Geschäftsmodelle, die skalierbar sind und andere, die nicht skalierbar sind. Der Rechtsanwalt, der klassische Selbstständige beispielsweise, der nur seine Zeit verkauft, nun, der wird seine Grenzen haben in der rechtlichen Beratung. Er hat nun mal nur 168 Stunden in der Woche und selbst wenn er 60 oder 70 oder 80 Stunden pro Woche arbeitet, seinen Job, seine Familie aufgibt, kommt er immer wieder an eine Grenze. Und wenn er dann trotzdem mehr Kunden annimmt, sinkt irgendwann die Qualität. Das Gleiche gilt natürlich für den Bäcker in der Ladenstraße. Der kann natürlich mehr Brötchen in sein Schaufenster legen, mehr Kuchen backen und Brot. Aber es ist die gleiche Menge an Kunden, die vorbeikommen. Er kann vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen. Sprich also die Quote, die Frequenz der Passanten, die vorbeikommen, mehr in seinen Laden ziehen. Aber er wird niemals mehr Kunden haben, als Personen am Laden vorbeigehen. Das bedeutet also, skalierbares Geschäftsmodell muss zum Ersten die Möglichkeit überhaupt haben, mehr Kunden zu erreichen. Das heißt, nicht nur abhängig sein von der Laufkundschaft. Und das Zweite Wichtige ist, dass sichergestellt sein muss, dass die Qualität nicht mit dem Anstieg des Umsatzes auch abnimmt. Und was ist nun der Traum eines Unternehmers, der Traum eines Investors? Da gucken wir uns die dritte Dimension an, nämlich die Kosten. Wenn beispielsweise der Anwalt dann doch skalieren will, dann muss er neue Anwälte einstellen. Und das bedeutet nochmal zusätzlich 5.000 bis 10.000 Euro im Monat mehr an Personalkosten. Und je mehr Kunden er hat, desto mehr steigen auch die Kosten. Und das Allerbeste, was ein skalierbares Geschäftsmodell abbilden kann, ist, dass die Kosten hier in der dritten Dimension gleich bleiben, obwohl der Umsatz ansteigt. Das bedeutet, wenn dein Geschäftsmodell so aufgebaut ist, dass du mehr Umsätze, mehr Kunden nur mit höheren Kosten einfahren kannst, bedeutet das, dass dein Deckungsbeitrag sich reduziert. Im schlimmsten Fall machst du umso weniger Gewinne, je mehr du Umsatz machst. Und das sollte dich ein skalierbares Geschäftsmodell nicht abbilden, sondern im Gegenteil, wenn du mehr Teebeutel verkaufst, also 10, 100 oder 1000, dann sollte die Menge der Fixkosten und Personalkosten im besten Fall
gleich bleiben. Das gilt aber nicht nur für Teebeutel, sondern zum Beispiel auch für digitale Produkte. Es ist völlig egal, wenn du ein Buch, ein Workshop, irgendein digitales Produkt erstellt hast, eine Software, ist egal, ob die einmal, zehnmal, tausendmal oder eine Million Mal am Tag verkauft wird. Denn das Produkt ist beliebig replizierbar und verkäuflich. Das, was also ein skalierbares Geschäftsmodell auszeichnet, ist, dass es eine hohe Expansionsfähigkeit hat, und zwar ohne dass die Qualität mit zunehmender Absatzmenge sinkt und dass die Kosten entweder gleich bleiben oder nur langsam mitsteigen. Wenn du das hast, dann steht dir das ganze Land, der ganze Kontinent, die ganze Welt offen. Du kannst also beliebig viele Kunden bedienen und du hast dann proportional zum Wachstum auch echtere, höhere Deckungsbeiträge oder Gewinne. Und das ist auch einer der Gründe, warum große Plattformen im Internet, eBay oder Amazon oder andere, so enorm wachsen, weil die Händler, die dort tätig sind, nun, denen ist es egal, ob sie 10 oder 1 Million Teebeutel bestellen, weil sie die auch gar nicht mehr selbst versenden müssen, denn die werden einfach über Amazon FBA eingelagert, in die Lager und von dort versendet, Reklamationen dort abgewickelt. Nun, der Händler sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer oder seinem kleinen Büro und die Fixkosten steigen nicht, die Lagerkosten steigen nicht, weil die Kosten nur proportional zum Umsatz, zum Absatz steigen. Wenn du also heute noch ein Geschäftsmodell hast, was von deiner Zeit abhängig ist oder nur von den Zeiten anderer Menschen und was enorm beim Wachstum die Kosten nach oben treibt, dann mach dir heute Gedanken, wie du für dich dein vorhandenes Geschäftsmodell entweder verändern kannst oder vielleicht du neue Zweige mit hinzunimmst und vielleicht mittelfristig ablöst. Und im besten Fall baust du ein Unternehmen auf, das komplett unabhängig von deiner Arbeitszeit ist, sondern was skalierbar, entweder im Internet oder über Automatisierung, über Digitalisierung oder über Mitarbeiter funktioniert, die vom Limit her unbegrenzt auch hinzueingestellt werden können. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, entweder ein neues skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln oder dein bestehendes Unternehmen umzuwandeln und neue skalierbare Geschäftsmodelle mit hineinzunehmen, um deinem Unternehmen auch zukunftsfähig zu machen und vielleicht für dich auch höhere Gewinne zu erzielen, dass du nicht nur auf ein Standbein stehst oder nicht nur vom regionalen Einzugsgebiet abhängig bist, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, die bundesweit arbeiten, und weil wir auch skalierbar sein wollen, machen wir das auch über digitale Videokonferenzen. Wir sind zertifiziert und du kriegst auch Zuschüsse für die Beratung. Also nutze jetzt unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch und dann bewerte unser Video jetzt mit Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß mit deinem skalierbaren Geschäftsmodell. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.